denn jetzt los? Ach, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Arbeiten ist gut. Ich verwalte diese Burg. Ja. Gut, dann können Sie mir bestimmt sagen, ob die verschwundene Uhr wieder aufgetaucht ist. Aufgetaucht? Die Uhr wurde gestohlen von so einem Rotzlöffel, wie Sie ihn in die Welt gesetzt haben. Der schlecht gelaunte Burgverwalter. Also ich würde vorschlagen, Sie und ich schauen uns mal an. Ja, bitte, was denn? Dass wir im dritten Folgejahr eine Nullrunde mitmachen sollen. Nein, das geht nicht. Ja, es muss aber. Die Leute, die hier im Betrieb arbeiten, die müssen ihre Familien ernähren. Die können sich kaum noch die Miete für ihre Wohnung leisten. Ihr müsstet alle Einschnitte in Kauf nehmen, wenn es aufwärts gehen soll. Seit Jahren will ich neben der Kokerei wegziehen. Aber mit dem Gehalt geht das nicht. Also ich habe früher auch einfach gelebt. Und ich muss Ihnen das sagen, wenn ich mich heute daran erinnere, waren das eigentlich die glücklichsten Jahre meines Lebens. Wunderbar. Bei mir im Haus ist noch eine Wohnung frei. Wie groß? 65 Quadratmeter. Wieso? Mitten? Scheiße. Sag irgendeinen türkischen Namen. Mitten? Koslüsük. Metin Koslüsük. Mitten Koslüsük. Koslüsük? So einen Namen habe ich noch nie gehört. Das ist bestimmt Kurde. Neyse arkadaşlar. Metin'i aranıza alın. İlgilenin. Yalnız bırakmayın. Çabuk alışsın buraya. Oldu mu? Balondaski und ich haben noch einen Außentermin. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, wendet euch an Hamid. Inge, da ist schon wieder ein Beschwerdebrief von diesem Hans-Peter Teufel aus der Unterwelt. Hans-Peter, ich habe jetzt schon wieder einen ganzen Bus mit so Volksmusikern reingekriegt. Könntest du die vielleicht übernehmen? Also nee, Guido, wirklich nicht. Was soll ich denn noch alles, Mann? Ich kann mich doch nicht zerteilen. Nee, nicht. Ich habe hier gerade zwei Immobilienmaklerinnen bekommen mit Direktüberweisung. Also. Direktüberweisung? Ja, das sind bei uns folgende Berufsgruppen. Banker, Immobilienhaie und Ölmultis. Die haben Direktzugang. Aber das ist pauschal geregelt. Das ist pauschal. Sagen Sie mal, ist das bei Ihnen hier immer so kalt? Wir sind doch hier in der Hölle, oder? Vielleicht können Sie mal mit Ihrem Vermieter ein bisschen... Na, da sagen Sie was. Kommen Sie mal her. Ich stehe den ganzen Tag hier in der Kälte, ja? Das sind vielleicht Arbeitsbedingungen. Und ich habe mich schon mehrfach beschwert. Mehrfach. Aber was ist passiert? Nicht. Ja, nicht. Ganz im Gegenteil. Die fahren hier auf Sparflamme. Aber das heißt dann Energiesparmaßnahmen, hä? Das sind vielleicht Zustände. Wie soll man so eine anständige Hölle betreiben? Wie soll denn das gehen? Ich will ja nicht stören, aber ich habe jetzt schon wieder einen Bus reingekriegt. Ja, Mensch, Guido, was soll ich denn noch machen? Das geht nicht. Schick die zurück. Feierabend, die Hütte ist voll hier. Ja? Der Schluss. Sollen wir dann auch gerade wieder zurück? Nee, kommen Sie mal. Wir sind schon eingeloggt, ja? Also, da durch, 10. Stock, 8 Quadratmeter, ohne Küche, ohne Bad. Bitte schön. Hör! Auf Befehl des Schahs wird der Madrassa die Ehre zuteil, seine Majestät auf die Jagd zu begleiten. Bitte übermittelt dem Schah unser Bedauern, aber es ist unmöglich. Ihr wollt den Gehorsam verweigern? Wir sind Ärzte, keine Jäger. Ich werde eure Antwort überbringen. Setz dich. Ja. Ja, und jetzt mit der ganzen Polizei. Und dem Mord und so, das... Wollt ihr aufgeben, oder was? Nein. 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 Bülent, du bist ja mein Onkel. Jetzt mal hier nur so ganz unter uns. Na, schieß los! Hast du was mit Erkans Tod zu tun? Spinnst du? Unreif. Naiv. Wenigstens hat sie sich für dich interessiert. Sonst hätte sie nicht so geschrieben. Pass mal auf. Es gibt eine Bedürfnispyramide. Was? Beim Mann ist die Pyramide ein Bungalow. Hä? Bei der Frau ist es eine Pyramide. Unten essen, trinken, warm schlafen. Erster Stock. Im Allgemeinen reden Kinder, Nachbarn und so. Darüber kommt Sex. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt die Kür darüber. Ehemann und Ehefrau reden miteinander. Pass auf, jetzt wird's richtig schön. Frau fühlt sich vom Mann verstanden.
Stehst du? Das heißt den Drachen reiten. Mit deinem Atem die Lava kühlen. Dann bist du... Dann bist du der König meines glücklichen Volkes. Oh Mann, ist da oben gut, Paul? Sind die restlichen Stockwerke ein Paradies?